Hallo, jetzt kommen hier auf dem Verlosch-Kanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Wir haben erstmal hier monatliche Scout-Updates und gucken uns mal hier die paar Brasilianer an. Den können wir gleich mal rauswerfen. Oh, der sieht ordentlich aus, den verpflichten wir mal. Okay, ist auch 15, verpflichten wir jetzt erstmal auch. Hat ein sehr hohes Potenzial. Sieht auch sehr gut aus, Durate. Also in Brasilien scheinen wir einige Talente zu finden, mit dem man eventuell was anfangen kann. Den Rest würde ich tatsächlich erstmal noch nicht verpflichten. Schauen wir uns dann bei dem nächsten Update wieder an. Jetzt Rizzo, der hat wieder ein paar Norweger für uns. Gucken wir mal, ob wir auch hier welche haben, aber momentan eher nicht. Auch nicht so geil. Ganz schlecht. Also nur mit 67er Potenzial. Das hilft, reicht ja nicht mal bei Mittelklasse-Clubs. Nun gut, in Norwegen eher weniger interessante Talente bisher. Und gehen wir weiter jetzt hier in Italien. Oh, der hat eine 59 bis 71 Gesamtstärke, das jetzt schon. Und das als Torhüter, das ist gut, verpflichten wir. Okay, den können wir erstmal ablehnen. Er ist schon 18, ne? Gucken wir uns noch einen Monat an. Er ist 16, den verpflichten wir jetzt auch mal. Also unser Jugendteam wird immer dicker auf jeden Fall. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Talente, wo man wirklich mal schauen kann. Er hat zwar ein hohes Potenzial, obwohl gucken wir nochmal. Er hier sieht auch ordentlich aus. Einfach rein da, rein in die Masse. Mancini. Und der kann erstmal raus, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Auf jeden Fall war das war es das erstmal hier mit den Scouting-Updates. Wir haben heute natürlich noch einiges vor, und zwar gehen wir nämlich jetzt in die Transferzentrale und ich will für den Winter schon einen neuen Innenverteidiger. Wieso, weshalb, warum? Wir haben in 13 Spielen 16 Gegentore. Ich zeig's euch auch nochmal hier anhand der Tabelle. Ihr seht hier, wir sind Vierter, wir kämpfen um die Champions League Plätze und wir haben halt Atalanta, die uns jagen. Fiorentina, die uns jagen. Man darf nicht vergessen, dass Lazio und Napoli bisher deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, beziehungsweise Lazio sogar 22 Punkte. Bis Cagliari runter 22 Punkte, also das ist ein brutaler Champions League Kampf. Und Napoli sollte sich auch noch fangen. Dementsprechend brauchen wir noch ein bisschen Verstärkung im Winter und da wäre natürlich ein weiterer Top-Innenverteidiger gut. Und was würde es Geileres geben als eine Rückkehr von Thiago Silva? Er hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag im Winter. Das heißt, eventuell kriegt man den ja auch ganz günstig oder sogar im Tausch gegen jemanden. Das wäre natürlich der Idealfall, dass man einfach sagt, ey, wir zahlen gar nichts, wir tauschen einfach. Und zwar, ja, jetzt natürlich die Frage, wen will man da anbieten, ne? Kehr ist zu viel wert, als dass ich ihn so anbiete. Die beiden auch nicht. Mittelfeld eventuell jemand? Auch nicht wirklich. Dann biete ich mal eine Summe, aber die wird sehr niedrig sein. Ich fange mal mit 3,3 Millionen an. Er ist ja immerhin schon 36. Akzeptieren die aber nicht. Okay. Na, Thiago Silva ist sonst zu teuer, muss man einfach sagen. Piszczek hat 5,5 Millionen Marktwert. Man kann ja mal versuchen, auch hier irgendwie irgendwie 1, 2 Millionen zu kriegen. Eventuell kann man einfach einen Spieler bieten. Jetzt ist halt die Frage, wen will ich hier denn jetzt anbieten? Flügelspieler hatten wir nichts. Mittelfeld war irgendwie auch nichts, oder? Maximal Maldini, aber ich glaube nicht, dass sie den nehmen werden. Ich könnte Kalulu abgeben. Da werden manche jetzt vielleicht sagen, ey, nein, wieso? Aber Calabria ist da. Und Conti, die sind auf rechts beide gesetzt. Links habe ich Hernandez. Und Baba ist auch noch da. Und Kalulu brauche ich eigentlich nicht wirklich. Es ist halt die, das lohnt sich eigentlich auch nicht, oder? Kalulu ist in der Zukunft bestimmt ein bisschen mehr wert. Ich biete mal erstmal 2 Millionen. Und starten wir damit. Ach Leute, ihr wollt gar nicht verhandeln. Okay. Denaya habe ich noch im Blickfeld. Aber ich weiß jetzt nicht, wie teuer der sein wird. Leihen wollen sie den nicht. Dann gehen wir mal in eine mögliche Verpflichtung. Jetzt natürlich die Frage, wie will man hier einsteigen? Ich weiß auf jeden Fall, dass er ein bisschen was wert sein wird. Deswegen steige ich mal mit 10, 11. Ja, ich steige mal mit 12 Millionen ein. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Ich hoffe, das wird nicht zu viel sein. 12 Millionen. Akzeptieren sie überhaupt nicht. Okay, der ist wahrscheinlich ein bisschen mehr wert. Gut. Dann haben wir erstmal noch ein kleines Problem. Wir haben noch Philips hier. Wird der denn? Auch keine Chance. Ich hätte noch eine Idee.
Eine Idee hätte ich noch für den Winter. Eine Idee hätte ich tatsächlich noch. Wir können ja erstmal sogar gucken, wer hier auf der Transferliste steht. Okay, niemand Interessantes. Eine Idee hätte ich noch. Wartet kurz. Nein. Ich muss kurz überlegen. Genau. Ich hatte jetzt zwei Ideen im Kopf, aber Kabak wäre noch eine Möglichkeit. Ist natürlich jetzt auch ein sehr junger Spieler, aber Milan war auch in der Realität an ihn dran. Oder Salif Sané wäre auch noch was. Was ist, wenn wir den denn leihen könnten? Glaube ich zwar nicht, dass Schalke das macht. Wir können ja versuchen zu kaufen. Nein, wir beginnen definitiv die Verhandlungen. Ozan Kabak ist natürlich auch wieder ein junger Verteidiger. Würde sich dann mit Garcia um den Posten streiten. Wir können ja mal Schalke Simon Kjær anbieten. Und gucken, was sie dazu sagen, wenn wir dem wirklich einen starken Innenverteidiger zurückgeben. Simon Kjær gegen Kabak. Ach, Leute. Okay. Haben sie auch kein Interesse daran? Dann nehmen wir ihn wieder von der Liste. Und dann verpflichten wir erstmal keinen Spieler. Ich werde mal Salif Sané scouten. Und dann gucken wir eben, was dabei rumkommt. Bin ich nämlich schon gespannt. Und Phillips muss ich tatsächlich auch nochmal scouten lassen. Kevin Phillips, weil den habe ich zwar auf meiner Wunschliste, aber irgendwie wurde der nicht gescoutet. Warum auch immer hier beobachten. 12 Tage. Also Kevin Phillips scouten war. Wird er kein Neuzugang für den Winter? Ist er was für den Sommer? Und Salif Sané lassen wir einmal scouten. Und jetzt gehen wir natürlich rein hier gegen Sassuolo. Beziehungsweise. Ich will noch was machen, Leute. Und zwar will ich kurz in die Jugendmannschaften reingehen. Jugendakademie. Und wir haben hier nämlich einige interessante Spieler. Ich meine, der beste müsste immer noch Tavares sein. Ja, Tatsache. Und Tavares hat eine 68 inzwischen, ne? Ich will den eigentlich ganz gerne verpflichten. Kleber Tavares zum Profi befördern. Und jetzt die Frage, ist das der neue Kaká? Das ist die Frage, die sich stellt jetzt. Tavares eben jetzt hochgezogen. Hier ein neues möglicher Superstar. Eventuell ein neuer Kaká. In Anführungsstrichen ein neuer Kaká, aber hat die Nummer 7 sogar. Welche ist die 10 frei? Nein, die hat Çalhanoğlu, aber hat erstmal die 7. Und zwar will ich, dass er sogar debütiert gegen Sassuolo. Er ist ein Megatalent, muss man einfach sagen. Und warum soll ich dieses Megatalent in diesem jungen Milan-Team nicht das Vertrauen schenken? Ich überlege nicht, ob Salemakers verliehen wird im Winter. Oder eventuell auch Hauk verliehen wird. Tavares, auf jeden Fall, wir können uns ja auch kurz mal ein paar Attribute von ihm angucken. Balance, Beweglichkeit, super, Sprintgeschwindigkeit, sehr, sehr schnell. Also das passt, es war ja früherer Flügelspieler, war Dribbling kann er. Hat Spezialbewegung 3 leider und schwacher Fuß, extrem schwach, also das kann er gar nicht. Ist halt ein purer Rechtsfuß. Darf auf jeden Fall heute starten. Gibt direkt sein Debüt, also Tavares hier mit seinen 18 Jahren. Hinter Rebic und Ibrahimovic. Der Rest bleibt erstmal gleich, denn wir brauchen unbedingt einen Sieg. Und Sassuolo startet mit Pegolo, Ayhan, Peluso, Müldür, Marlon, Locatelli, Obiang, Harasin, Russell, Traoré und Caputo. 4-2-3-1 System. Locatelli. Russell. Oh, und Caputo ist da. Und eigentlich muss man hier jetzt sagen, ich will echt sehen, wer das jetzt war. War es wieder Garcia? Was heißt wieder? War es Garcia? Weil dann muss ich sagen, Leute, brauchen wir einen neuen Innenverteidiger. Weil das war jetzt schon wieder so eine Sache, ey. Letzte zwei Spiele in den 90. Minute jeweils das Gegentor. Hier jetzt wirklich ein Gegentor, wo du sagen musst, das darf dir so nicht passieren. Hier Russell über die linke Seite flankt rein und ja, dann ist es Garcia. Ja, ist es Garcia, oder? Oder ist es Romagnoli? Ne, es ist Garcia, der da einfach fällt. Der junge Eric Garcia könnte seinen Stammplatz wieder verlieren, muss ich einfach sagen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht unsere Innenverteidigung. Da müssen wir was machen. Spätestens im Winter. Aber 1-0 Caputo hier. Der Top-Torschütze von Sassuolo mit 8 Toren in der Serie A. Genauso viele wie Ibra und Rebic. Ja, 1-0 Sassuolo. Obiang. Locatelli mit der Hacke.
Sassuolo spielt uns hier komplett aus. Jetzt hier nächste Möglichkeit und Caputo mit einem Doppelpack. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir spielen absoluten Rotz. Man merkt, die Mannschaft ist nach den beiden Unentschieden angeschlagen. Wenn du zweimal so spät einen Ausgleich kriegst, dann demotiviert dich das natürlich. Und wir haben hinten einfach keinen Leader. Wir haben hinten einfach keinen defensiven Leader. Romagnoli ist zwar stark und unser Kapitän, aber... Ja, hier sehen wir Garcia war es, der da einfach reingestürmt war. Nicht gut. Nicht gut, Garcia wieder. Caputo jetzt mit seinem... Ihr seht hier, 9. Treffer in der Serie A, Doppelpack und 2-0 Sassuolo. Nasser macht die Ecke. Nasser, die Ecke war nicht so gut. Ibrahimovic! Oh, der ist nicht drin. Schade. Das wäre spektakulär gewesen, aber Halbzeit. Erik Garcia da ist. Und jetzt Rebic und Ibrahimovic. 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 Zieht ab. Pegolo hat den. Jetzt aber Castrovilli. Castrovilli, Tavares. Spielt den Ball ab auf Ante Rebic. Wichtig, was da Tavares gemacht hat. Sehr gut. Direkt mal eine Vorlage vom neuen offensiven Mittelfeldspieler von uns. Da sehen wir ihn auch. Tavares, der Brasilianer. Und hier schön den Ball in die Mitte. Tavares, Drehung auf Rebic. Der macht die mit links rein und damit steht es 2-1. Ante Rebic damit. Zeigt weiterhin, dass er in Topform ist. Trifft und trifft und trifft. Wichtig für uns. Ante Rebic hier. 9. Saisontor. Erste Vorlage im ersten Spiel von Tavares. 2-1. Maldon. Locatelli. Traoré. Traoré mit einem super Pass. Conti. Nein. Russell. Conti. Kessi. Auf Tavares hier. Und der bringt den Ball erstmal auf Rebic. Und Rebic bringt diesen Ball hier auf Theo Hernandez, der Linksverteidiger. Theo Hernandez zieht einfach ab und trifft. Das ist das 2-2. Das ist das 2-2, weil Theo Hernandez sich mit in den Angriff eingeschaltet hat. Und da freut sich natürlich das ganze Milan-Team. Denn die sind zurück nach einem 2-0-Rückstand in der ersten Halbzeit. Steht sie jetzt 2-2. Hier sehen wir nochmal Rebic super auf Theo Hernandez. Und der läuft und läuft und läuft, zieht ab. Keine Chance gelassen für den Torhüter. Gar keine Chance. Wenn du schon nicht mega platzierst, schießt dann halt mega hart. Ja, Consigli hat da einfach keine Chance, den Ball zu halten. Der war zu stark. Wir können jubeln. Und damit steht es jetzt 2-2. Theo Hernandez, unglaublicher Spieler. Zweites Tor hier in der Serie und ein verdammt wichtiges. Was wäre das für ein demoralisierendes Spiel gewesen, wenn wir nach 2 Unentschieden jetzt auch noch verloren hätten. Jetzt hier Rebic. Oh, Tavares, schön. Tavares setzt sich da durch, unglaublich, Tavares, Tavares, oh, der Pass, der Pass, der Pass. Theo Hernandez, Castrovilli, Tavares, auf Calhanoglu und Calhanoglu sieht da ganz rechts Conti laufen, Conti, Conti, eine richtige Flanke und wir können das Ding hier gewinnen, Ibrahimovic, aber Pegolo hält den, ist übrigens gar nicht Consigli im Tor. Das war eine riesige Chance, muss man sagen. Vielleicht haben wir ja noch eine. Castrovilli. Tavares wieder. Rebic, nein. Ah, jetzt hier vielleicht nochmal. Rebic, nein. Rebic hat den Ball aber nochmal. Calhanoglu. Ibra. Calhanoglu, nein. Ah, leider nicht. Leider nicht, Leute. 2-2. Dreimal hintereinander 2-2. Bitter. Bitter, 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 bitter. Ah, das ist nicht so, wie man es wollte. Das ist wirklich nicht so, wie man es wollte. Aber womit man erstmal leben muss. Kann man nicht ändern. Das Ergebnis kann man im Nachhinein nicht mehr ändern. Immerhin ein 2-2 geschafft. Klar, wir waren 2-0 hinten, aber trotzdem ist es bitter. Positiv natürlich das Debüt von Tavares. Wieder ein Riesentalent hier bei Milan entdeckt. Schauen wir mal, was sie uns für Fragen stellen. Hätten sie zur Pause gedacht, hier heute noch einen Punkt retten zu können? Ich wollte heute mindestens einen Punkt. Ich hatte einen Sieg, aber ich bin besorgt über unser Auftreten. Ja, ich nehme einfach das Ehrliche. Mein Hauptaugenmerk lag heute eher auf unserer Spielweise. Wenn es auf dem Rasen läuft, dann kommen auch die Ergebnisse. Schwieriges Spiel heute. Waren sie überrascht, wie gut Sassuolo heute war? Besser oder schlechter, was heißt das schon? Ja, sie waren besser, muss man einfach sagen. Wir haben eine
Wir haben eine gute Leistung gezeigt, konnten das aber nicht in ein besseres Resultat ummünzen. Das Ergebnis ist enttäuschend, aber wir konzentrieren uns jetzt schon, bla. Ibrahimovic ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Er muss weiter so spielen. Lassen wir es einfach dabei. Mehr kann man dazu, denke ich, auch nicht sagen. Ibra soll einfach weiterspielen und gut ist. Wir haben zwei Nachrichten. Spielzeit von Katal. Ja, von mir aus könnt ihr den auch gern wieder zurückholen. Kein Problem. Spielerchat, Haug. Hallo Boss, Sie wissen doch sicher, wie frustriert ich bin, wenn ich nicht regelmäßig spiele. Wenn es dem Team hilft, bin ich gerne bereit, jede Position zu spielen. Ich hänge nicht sonderlich an meiner Stammposition. Ich will einfach nur spielen. Und der Mannschaft helfen. Ich denke bei jeder Entscheidung daran, was für die Mannschaft von Spiel zu Spiel das Beste ist. Ich denke, das reicht auch als Antwort. Wie sieht's eigentlich mit seinen Entwicklungen? Obwohl, sehen wir dann ja, sein Entwicklungsplan ist noch voll im Gange. Und eine Sache habe ich noch als Idee übrigens. Ich muss mal gucken. Kann ich denn sehen, wie groß er ist? Wahrscheinlich bei Entwicklung, ne? 1,83 nur, okay. Castrovilli 1,79. Ah, die sind alle nicht sonderlich groß. 1,84. Dalo, Kalulu. Was ist mit Calabria? Auch zu klein, ne? Ich hatte nämlich überlegt, ob jemand davon zum Innenverteidiger umgeschult werden kann. Wir haben auch noch Caldara verliehen, das darf man auch nicht vergessen. Aber nun gut. Wir simulieren jetzt erstmal nach vorne hier, bis nach Genua. Bis dem Spiel hier. Und dann versuchen wir es gleich nochmal bei Thiago Silva, würde ich sagen, für die Innenverteidigerposition. Und gucken mal, ob da irgendwie was geht. Falls sie überhaupt nochmal verhandeln wollen, ist natürlich auch nochmal die Frage, ob die dazu überhaupt Bock haben oder nicht. Spiele, Jugendmannschaft auf jeden Fall. D'Agostino, boah, der hat einfach eine 62 stark. Neves, Esposito, okay, stark. Interessanter Spieler mit 16 Jahren für die Außenverteidigerposition. Costa ist natürlich ein bisschen schwach, aber vielleicht entwickelt er sich noch. Oh, der ist auch sehr interessant. Domenico Bernardi. Na gut. Arsen ist eigentlich auch ein super Spieler, ne? Den müsste man eigentlich auch bald mal zu den Profis holen. Naja. Das ist zu unserem Jugendteam. Ach, ich finde das ein bisschen doof, dass es so manchmal hakt, wenn man darüber geht. Wir versuchen nochmal kurz was bei der Innenverteidigung. Ach, jetzt bin ich bei Spieler suchen gegangen. Aber vielleicht könnte man es ja auch nochmal bei jemandem versuchen. Soll ich Minks? Nee, lieber nicht. Tottenham. Wo haben die denn in der Innenverteidigung? Danny Blind haben sie geholt, okay. Die hatten Klostermann noch. Sanchez. Alderweireld spielt hier gar nicht mehr, ne? Ich glaube auch nicht, dass sie dann bereit wären, jetzt zum Beispiel Klostermann zu leihen oder so, ne? Wen gibt's denn noch? Ich muss kurz überlegen. Ich müsste mal kurz gucken. Sheffield United. City hat doch so viele Innenverteidiger. City hat so viele gute Innenverteidiger. Was ist denn mit ihm hier? Beendet seine Karriere. Was ist mit John Stones? Der müsste doch möglich sein zu leihen. Ich meine, der wird da kaum eine Rolle spielen. Okay, Leute, jetzt wird's langsam wieder interessant. Jetzt wird's wieder interessant. Grundlegende Kondition. Ich will ihn gar nicht mit Kaufoption leihen. Kurze Zeit, also für ein halbes Jahr. Versuchen wir nur noch an Gehalt zu sparen, so viel es geht. Es soll erstmal nur eine Lösung sein bis zum Sommer, dann kommt Caldara eh zurück. Ich will, Alter, der verdient viel zu viel Geld, also 30 wäre ich bereit. Ah, will er nicht, okay. Stones dann auch nicht. Dann müssen wir gucken, was Salif Sané wert ist. Sobald wir den besser gescoutet haben, könnte er unser nächstes Transferziel sein. Also ihr seht, auch mitten in der Saison laufen natürlich die Transferverhandlungen. Stones wäre jetzt okay gewesen, aber sein Gehalt war natürlich monströs. So, Thema Gehalt können wir tatsächlich auch nochmal in die Vertragsverlängerung gleich mal gehen. Erstmal haben wir hier Nationaltrainer auf Werte von Kamerun. Das lehnen wir definitiv ab. Kein Interesse dran. Spielerchat. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Genua nicht auf der Bank sitzen werde.
Ich denke drüber nach. Machen wir mal so. Wir denken drüber nach. Auf jeden Fall will ich noch in die Vertragsverhandlungen jetzt gehen. Der einzelnen Spieler. Das wird heute ein bisschen eine längere Folge. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. So, Entwicklung. Also, Dalot und Co. sind egal. Garcia, Donnarumma. Aber das ist nur der Bruder. Ibrahimovic-Vertrag will ich natürlich verlängern. Warum kann ich seinen Vertrag nicht verlängern? Beendet er nach der Saison seine Karriere oder was? Warum kann ich Ibrahimovic seinen Vertrag nicht verlängern? Ich glaube, er beendet seine Karriere, oder? Baba, Kataldi. Ja gut, dann haben wir tatsächlich niemanden, mit dem wir unbedingt den Vertrag verlängern müssten. Donnarumma könnte man, muss man aber nicht. Conti Romagnoli würde ich gerne noch verlängern. Ja, mit Romagnoli würde ich gern verlängern. Gehen wir mal in die Vertragsverhandlungen. Und danach gehen wir auch nochmal ins Spiel. Wie gesagt, heute eine etwas längere Folge. Also, Schlüsselspieler ist unser Kapitän, braucht man nicht drüber reden. Auf jeden Fall auf 5 Jahre, alles andere kommt nicht in Frage. 2 Jahre nur. Wie man bei FIFA weiß, nehmen sie dann maximal ein Jahr mehr an, okay. Freigabesumme vorschlagen. Ich sag mal so, wenn jemand wirklich Romagnoli kaufen will, 100 Millionen müsste man mir dann schon bieten. Das passt, dann würde ich ihn auch abgeben für 100 Millionen Gehalt. Ich biete ihn jetzt mal 70, so wie Donnarumma. Das passt sehr schön, Romagnoli verlängert. Sehr, sehr wichtig, ist jetzt zusammen mit Donnarumma der bestverdienste Spieler unseres Kaders. Ist aber auch okay so. Ist auch unser, ja, kann man sagen, einer unserer wichtigsten Spieler. Auf jeden Fall, nachdem wir so viel hier jetzt gemacht haben, gehen wir jetzt noch ins Duell gegen Genoa. Gucken wir nochmal kurz hier auf den Plan. Danach kommen Crotone und Fiorentina, okay. Dann gehen wir jetzt mal rein hier ins Spiel gegen Genoa. Und wir sollten auf jeden Fall auch mal endlich wieder gewinnen. Aber Leute, Tavares wird wieder starten. Das nur schon mal als Info. Der hat sogar eine 69, hat sich direkt verbessert, also super. Super, super gut. Saelemaekers kommt auch raus. Hauk soll nämlich mit dabei sein. Dalot statt Calabria. Und Kjær kommt rein für Garcia. Also ein paar Änderungen haben wir dann doch vorgenommen. Und bei Genoa das Ganze in einem 3-5-2-System mit Pallari, Masiello, Biraschi, Bani, Bardet, Schöne, Berami, Narey, Crisito, Mubele und Destro. Ibrahimovic. Benasser. Rebic. Benasser. Benasser jetzt mit einer großen Chance. Spielt den Ball in die Mitte auf Ante Rebic und es steht 1-0. Es steht 1-0. Ante Rebic jetzt mit seinem 10. Saisontreffer, wenn ich mich nicht irre. Richtig stark gemacht hier von Milan. Da dürfen sie sich alle ruhig auf Rebic stürzen. Wichtig. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir endlich mal wieder gewinnen. Benasser hier die Vorlage auf Ante Rebic. Der macht das eiskalt. Keine Chance für den Keeper von Genoa. 1-0 für Milan. Ante Rebic jubelt ein weiteres Mal und hat jetzt inzwischen schon zweistellig gescored. 10 Saisontore von Ante Rebic. Absolute Top-Saison bisher von ihm. Genoa weiter nicht wirklich mit vielen Ideen. Okay, Kessi holt sich den jetzt Ante Rebic. Ibrahimovic mit einem Superpass. Ante Rebic. Rebic flankt ihn rein, aber war abgefälscht, deswegen war da der Keeper noch dran. Gefährliche Aktion mal wieder seit langem. Jetzt hier wieder Tavares. Rebic auf Ibrahimovic. Ibra verliert den fast. Rebic, Ibrahimovic. Und jetzt mal Tavares. 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 Und der Torhüter hält. Und Kessié und knallt den einfach rein. Was ist das denn? Also ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich euch ein Highlight gezeigt habe. Ich glaube, in diesem Spiel gibt es vielleicht zwei, drei Highlights. Weil hier ist echt nicht viel passiert. Das war ein sehr zerfahrenes Spiel bisher. Aber plötzlich hier das Tor. Hier Tavares. Leider macht er ihn nicht. Und dann der Genoa-Verteidiger komplett geschlafen. Kessié einfach mit Schwung hinter ihm holt sich den Ball und knallt den Ball mit voller Wucht ins Tor. 2-0 Milan. Ich glaube, es gab in diesem Spiel auch nur zwei oder drei Highlights. Auf jeden Fall zwei davon sind Tore von uns. Dementsprechend ist es ganz positiv. Frank-Janik Kessié mit seinem zweiten Saisontor in der Serie A. Ist doch schön. Rebic raus, dafür Sazar rein, Hauk für Tavares und Calhanoglu rein für Tonali.
Spiel dürfte, ja, ist jetzt beendet. Ja, auf jeden Fall interessant. Ja, beziehungsweise eher wahrscheinlich kurze Highlight-Tipps. Ich weiß auch gar nicht, wie es statistisch aussieht, weil es ist wirklich nicht viel passiert. Muss man einfach sagen. 5 zu 7 Schüsse. Okay. Aber dann waren davon gefühlt 8, 8 irgendwie, die abgefälscht worden sind, beziehungsweise halt gar nicht aufs Tor gingen, weil vieles echt nicht passiert, Leute. Weiß nicht, warum da so eine hohe Schussstatistik ist. Das wundert mich extrem. Aber nun gut, das Wichtigste ist, wir haben gewonnen. 2-0 gegen Genoa, das ist das Wichtigste. Habe ich jetzt 15 Mal erwähnt. Toller Sieg gegen den FC Genoa. Ihr Kommentar dazu? Toller Sieg. Haben wir eben schon gelernt. Ich bin nicht überrascht. Sie haben ihren Rivalen eine bittere Blabe. Ich bin natürlich nicht überrascht. Das ist schon eine besondere Rivalität. Aber wir sind halt besser. Hat man ja heute gesehen. Ein bisschen arrogant, aber egal. Nach dem heutigen Spiel kann FC Genoa den Abstieg wohl nicht mehr... Ach, das ist... Weiß nicht, dass wir mit diesem Abstieg nicht mehr abwenden. Wir sind nicht mal in der Rückrunde. Nach den zwei AC Milan-Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus ihrer Sicht heute noch anders ausgehen können? Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel und fertig. Was jetzt hätte sein können, ist dann ja auch irrelevant, denn das Wichtigste ist, was ist. Und wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Simon Kier, hey, Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben und mich spielen lassen. Wenn ich in Form bin, das rechne ich Ihnen hoch an. Mach weiter so, komm. Mach einfach weiter so, Simon. Ja, das... Oh, wartet mal. Noch ist die Folge nicht beendet, denn Hauk hat die Entwicklung abgeschlossen. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Er kann nämlich jetzt offensiver Mittelfeldspieler werden und wird es jetzt auch. Zack. Tja, damit haben wir jetzt Hauk im offensiven Mittelfeld. Das ist doch sehr, sehr schön. Und was soll denn er da werden? Vorgerückter Spielmacher. Dann hat der Freistoßposition, langer Pass, ja, Ruhe, Dribbling. Ballkontrolle leider nicht mit dabei, ne? Unsichtbarer Stürmer, Abschluss, Sprintgeschwindigkeit immer besser. Volleys, okay, ja, das finde ich ganz gut für ihn. Dribbling, Ballkontrolle wird er besser. Und macht dann richtig ordentlich Gas dort. Nee, auf jeden Fall das hier. Unsichtbarer Stürmer. Das passt. Und bei Tavares muss ich auch mal gucken, ob ich ihm eventuell einen spezifischen Plan gebe. Dass ich vielleicht sage, okay, Tavares wird wirklich so ein dribbelstarker, offensiver Mittelfeldspieler, weil das kann ich mir bei ihm eben sehr, sehr gut vorstellen. Dass er gerade in den jungen Jahren sich entsprechend dahin entwickelt. Da haben wir ihn, Tavares, weil aus dem soll echt was werden. Das wird derjenige sein, den ich auf jeden Fall aufziehen werde. Kann man denn auch in Spezialbewegungen irgendwie was machen? Ja, hier tatsächlich, Dynamo. Interessant, also wenn ich ihm Dynamo gebe, dann kriegt er Balance, Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling, kurzer Pass, Abfang wird er tatsächlich auch besser, wieso auch immer, und Ausdauer, Antritt und Sprintgeschwindigkeit. Das will ich bei ihm auf jeden Fall machen, er soll zum Dynamo werden, der soll richtig stark werden, soll vor allen Dingen in den Spezialbewegungen etwas besser werden. Das soll auf jeden Fall, ja, das soll auf jeden Fall seine Position dann werden. Çalhanoğlu, Kessié. Bei dem Rest würde ich erstmal jetzt gar nichts machen. Sollte eigentlich soweit passen. Ja, das war's dann auf jeden Fall, denke ich, auch mit der Folge. Dürfte echt eine längere Folge heute gewesen sein. Einfach viel beschäftigt mit neuen Transfers, ein bisschen mit Tavares und Co. jetzt gerade beschäftigt. Einfach ein bisschen mit viel, was so drumrum passiert. Es sind noch 4 Spiele, danach ist die Hinrunde schon durch. Also es geht echt schnell. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Euer Velosch meldet sich ab. Und bye bye.